So, hallo zusammen. Ja. Das anzufangen mit dem ganzen Science-Lab und mit dem Vortrag und so. Und ich rede heute über den gyroskopischen Effekt, das ist Physik. Und um genauer zu sein, Mechanik, das kennt man sicher noch einige aus der Schule. Manche mögen es, manche mögen es nicht so. Nur um euch so, dass ihr euch mental darauf vorbereiten könnt. Und jetzt so eine kleine Einstiegsfrage zum Warmwerden. Was steckt in dem Wort Gyroskop? Gyroskopisch? Hat eine Idee? Wirklich einfach dumm denken. Gyros? Gyros? Gyros. Genau der, den wir alle kennen und lieben. Und schauen wir uns nochmal einfach an, was das eigentlich auf Griechisch heißt. Weil da kommt das ja her. Das heißt Kreisel. Macht irgendwie Sinn, weil was macht der Gyros? Der schmeckt gut und der dreht sich. Genau wie ein Kreisel. Jetzt habe ich auch so ein Ding dabei. Und ja, genau der gyroskopische Effekt, der beschäftigt sich halt mit Sachen in den Kreisel. Und das Ding ist auch eine Art von Kreisel. Das ist ein Gyroskop, das ist für die Physiker. Die haben halt auch was schöneres Spielzeug. Und genau der gyroskopische Effekt geht halt darum. Und ja, als ich mich dann für mein Science Slam immer mehr damit beschäftigt habe, dann habe ich den auf einmal überall gesehen und bin auf die Straße gelaufen. Da ist der gyroskopische Effekt, da dreht sich was dort, also der war wirklich überall. Da habe ich hier so eine kleine Folie gemacht. Dort überall braucht man zum Beispiel diesen Effekt. So, jetzt habe ich genug geredet. Schauen wir uns doch erstmal an, was dieser Effekt ist. Also wir wissen, es hat was mit dem Kreisel zu tun. Dann habe ich jetzt hier einen schönen Spielzeugkreisel mitgebracht. Den stelle ich hin und kaputt. Aber wenn ich ihn jetzt drehe, einmal fängt er an, also er fällt nicht mehr um, er steht. Und das ist wirklich schon der eine große Teil des Effekts, nämlich nicht runterfallen, die Kreiselstabilisierung. Oder die Frage, warum steht der Kreisel? So, und um das zu erklären, stellen wir uns vor, wir sind jetzt auf dem Jahrmarkt oder auf der Messe, die halt gerade ist, und fahren Kettenkarussell. Jetzt habe ich hier noch ein Schema gemacht. Das soll ein Karussell sein, das dreht sich und da hängen wir dran und wir kennen das ja, wenn es anfängt sich zu drehen, dann drückt es einen irgendwie so nach außen. Das macht dann Spaß, das ist die Zentrifugalkraft, die einen nach außen drückt. Das hört mein Physiklehrer nicht gerne, dass man davon redet, aber ja. Wenn man sich schneller dreht, dann macht es mehr Spaß, dann geht es noch mehr rund und wenn man sich noch schneller dreht, dann noch mehr. Irgendwann wird dann schlecht und das sollte nicht passieren. Ja genau, und warum erzähle ich das jetzt? Nee, erstmal müssen wir uns noch anschauen, wie das von oben aussieht. Nämlich wir haben jetzt hier, das ist jetzt unser Karussell und hier überall hängen jetzt Menschen dran. Und wenn sich das dreht, dann ziehen alle diese Menschen natürlich an dem Karussell nach außen. So, und jetzt der Zusammenhang mit dem Kreisel. Nämlich der Kreisel, der dreht sich ja auch und jeder von diesen kleinen Punkten ist wie so ein Mensch. Der zieht nämlich auch hier am Kreisel nach außen. Also haben wir was ziemlich analoges dazu. Jetzt habe ich das mal ganz nachgebaut, damit man sich das schöner vorstellen kann, mit Lego. Und zwar, das dreht sich nicht, sondern hier sind einfach die Kräfte durch Gummis gemacht und das soll jetzt das Karussell sein. So, wir sehen, ja, wenn man das hier anstößt, nach einer gewissen Zeit kommt die Drehachse, das soll jetzt die Drehachse sein, immer wieder in die gleiche Position zurück. Nämlich, weil jeder von diesen Gummis will die Achse zu sich ziehen, aber weil es dann noch die anderen Gegenspieler gibt, deswegen bleibt die Achse einfach immer senkrecht dazu. Und das ist genau das gleiche, wie es beim Kreisel gibt. Aber natürlich nur, wenn sich es dreht, durch die Zentrifugalkräfte. So, genau, das ist jetzt das. Wofür braucht man das jetzt eigentlich? Wer braucht das? Was hat jetzt James Bond mit einem Spielzeugkreisel zu tun? Das schauen wir uns einfach mal an. Das Video hat nämlich eine Antwort darauf, nämlich, dass da, also hier sieht man es leider nicht gut, aber normalerweise, man kennt das ja von den James Bond Filmen, gibt es hier diese Linien. Das ist der Pistolenlauf und dort kommt dann die Kugel raus. Und wenn die Kugel durch diese Linie fliegt, dann fängt die an sich zu drehen. Das sieht dann ungefähr so aus. Und wir haben ja gerade gelernt, wenn sich was dreht,
dann möchte, wie beim Kreisel, die Drehachse stabil bleiben. Das heißt, wenn die Kugel auf mich zufliegt, dann bleibt die auch wirklich so und fliegt dann nicht irgendwann so. Das ist einfach aerodynamischer und das macht einfach das Ganze zielsicherer. So, das ist jetzt der eine Teil des gyroskopischen Effekts, dann gibt es noch einen anderen. Das ist la Präzision. Il faut pas confondre la précision avec la précision, donc avec la précision. Et oui, je vais vous montrer d'abord une expérience qui montre l'effet de la précision. Voilà. Ça. Alors, j'ai ici une roue de vélo qui est attachée à une extrémité, et seulement à une. Donc si je laisse tomber ça, c'est quand même très intéressant. Et donc, je commence à tourner ça. Et maintenant, et donc voici l'effet de la précision, mais j'ai vu ça sur l'internet et je me suis demandé comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google et on tape Google, was ist eigentlich diese komische Präzision? Donc Google donne plusieurs possibilités. Et on prend la première, toujours Wikipédia. Et Wikipédia a une explication vraiment très complète, disons. Et, oh oui. Alors, à cause de la rotation de la roue, on observe un moment cinétique dont la direction est imposée par la règle de la main droite. Et c'est ici nommé N. Et à cause du fait que le centre d'inertie du système et le point de suspension ne sont pas égaux, le poids provoque un moment de force nommé D. Or, tout le monde sait que le moment D, c'est la dérivée du moment cinétique L par rapport au temps. Et il est donc évident que le nouveau moment cinétique L', c'est l'ancien nouveau L. L'ancien moment cinétique L, plus le moment de la force D, fois la durée infinitésimalement petite d'effet. Et voici donc une rotation vers l'arrière. C'est clair, n'est-ce pas? Ja, okay, vielleicht ist es nicht die beste Erklärung. Ja, so ging es mir auch am Anfang. Und dann habe ich weitergesucht. Im Internet hat man nicht wirklich viel Neues oder viel anderes gefunden. Überall Vektoren, Drehmomente drehen. Alles Mögliche. Aber eine richtige Erklärung gab es halt nicht. Es gibt auch nicht wirklich eine einfache Erklärung dafür. Die wurde einfach den Rahmen von diesem Science Slam gesprengt. Deswegen will ich einfach nur kurz die Faustregel zeigen, wie man sich das vorstellen kann. Nämlich, wir sehen hier, wenn ich das Rad einfach so loslasse, jetzt ist es ja so, als hätten wir nämlich einfach mal einen Stift, eine Kraft, die in diese Richtung hier zeigt, weil das Rad fällt ja so. Das sollte ja klar sein. Und wenn man das jetzt dreht, wirkt die Kraft ja nicht mehr hier, sondern wir sehen ja, es dreht sich jetzt so. Das heißt, die Kraft wirkt hier. Und das ist genau 90 Grad in Drehrichtung. Und das ist auch schon der ganze gyroskopische Effekt. Also die Präzision. Und ja, das beides zusammengeworfen in den Topf, also Präzision und Kreiselstabilisierung, das zusammen in den Topf werfen, schütteln, schütteln, schütteln und raus hat man den gyroskopischen Effekt. Also das heißt, es kommt auch immer zusammen. Das tritt auch immer zusammen auf. Jo. Genau, braucht man das jetzt eigentlich noch? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es wirklich überall, dass man das überall irgendwie sehen kann. Das braucht man beim Fahrrad hier, wie man jetzt hier beim Fahrradreifen sieht. Beim Bumerang funktioniert übrigens auch so. Einfach mal die Augen aufmachen. Im Spielzeugkreisel, einfach überall, wo sich was dreht, dann kann man auch wirklich schon fast sagen, dass dort der gyroskopische Effekt eine Rolle spielt. Achso, und eine Sache gibt es noch. Es gibt noch so ein ganz großen Kreisel, der ist auch noch halbwegs wichtig für uns. Der ist blau. Das ist eine Erde. Die funktioniert nicht genauso. Schönen Abend und viel Spaß.